Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 2. Wir befinden uns hier an einer ungünstigen Stelle. Hallo. Hallo. Okay. Ja. Wir haben zuletzt Dings ausgeraubt. Wenn du hier Ärger machst, schmeiß ich dich raus. Buß? Paddy, geh mal aus dem Weg. Wir haben mit dem noch nicht geredet. Was machst du hier? Jedenfalls laufe ich nicht durch die Gegend und quatsche jeden an. Sondern? Ich brenne den Rum. Und solange du nicht irgendwas dazu beitragen kannst, schwirr ab. Okay. Kann ich mir trotzdem anhören, was die da so besprechen? Ich kann leider nicht mehr klauen, als ich bis jetzt geklaut habe. Ich würde mir aber das gerne anhören. Das war unabsichtlich. Na? Darf ich nicht? Suchst du was? Habe ich euch jetzt unterbrochen? Na gut, dann habe ich dieses Gespräch wohl übersprungen, halb so wild, denke ich. Wobei, ich kann das nochmal laden. Das wollen wir ja auch mitbekommen, was die da so heimlich bereden. Und dann habe ich hier nur noch... Also ich habe noch ein paar Ziele. Ich will die Schatzkarte von dem Saufgegner erbeuten. Und meine 500 Gold zurück, natürlich. Dann habe ich noch zwei mögliche Gespräche mit einer der Kurtisanen. Wenn man das so nennen will. Dafür brauche ich 200 Gold. Ob das mir was bringt, kann ich halt jetzt noch nicht sagen. Ich muss noch eine Schaufel und eine Spitzhacke kaufen. Finden werde ich die wohl kaum. Und dann gibt es noch eine Schatztruhe in der Nähe vom Piratenlager. Und dann muss ich halt die Wildnis durchforsten. Auch bis zu Jacks Leuchtturm, damit ich alle Quests erledigen kann. Wow. Okay, nee. Also ich bin sehr nah rangegangen und die wollten trotzdem nicht reden. Da oben ist halt auch noch eine Kiste, die ich gerne ausnehmen will, aber ich weiß nicht, wann das möglich ist. Ich weiß auch nicht, wie lange die Lola da jetzt rumgammelt. Ja, dann gehen wir doch mal kurz saufen. Dann haben wir das schon mal erledigt und haben mein Geld wieder. Ach nee, ich muss ja immer noch den Schmerztöter kaufen, ne? Um die Karte saufen. Aber ich habe den Schmerztöter doch noch gar nicht, oder habe ich den jetzt doch gestohlen? Lass uns saufen. Los, saufen wir um die Karte. Besorgt ihr erst einen Schmerztöter! Ja, okay. Buß. Ich brauche mehr Rum. Natürlich. Ich kann ihm jetzt erstmal sein Diebesgut verkaufen. Ich brauche aber einen Schmerztöter. Und da bin ich fast arm. Fluchtstein. Totenkult und schwarze Magie. Okay. Kann ich beides noch nicht nutzen, aber gut. Es gibt einen Einschüchterungstrank. Ich bin bei alles. Ich habe von ihm die Schale und den Kerzenleuchter, die kann ich ihm zurückverkaufen. Und die Muscheln könnte ich irgendwo mal ausnehmen. Weiß auch gar nicht... Oh, da ist noch einiges an Zeug, das ich garantiert nicht mehr brauche. Das ist halt die Frage, was kann ich noch... Was brauche ich hier noch alles? Ich werde zumindest mal nicht mehr die Perlen verkaufen, zur Sicherheit. Werde trotzdem die Muscheln öffnen. Das sind einige, die ich hier habe. Ich glaube, den Hammer brauche ich eigentlich auch nicht. Ich hoffe, es war kein Fehler, die Knochensäge zu kaufen. Ich behalte auch den Hammer mal. Ich habe keine Ahnung, ob der was bringt. So, habe ich den Schmerztöter habe ich gekauft. Dann geht's jetzt los. Lass uns saufen. Los, saufen wir um die Karte. Du kannst es kaum erwarten zu verlieren. Was? Okay, haben wir oft genug gemacht. Hat gut funktioniert. Los geht's. Scheiße. Scheiße. Ja, mir genauso. Gut gemacht. Easy. Okay. Damit bekomme ich die Schatzkarte und mein Geld zurück. Ich habe gewonnen. Gib mir die Karte. Verflucht nochmal. Ich werde das Gefühl nicht los, dass du Heini nicht ausgetrickst hast. Aber ich stehe zu meinem Wort. Hier ist die Karte. Und ich krieg noch meinen Einsatz wieder. Ach ja. Richtig. Also wenn du so gut kämpfen kannst, wie du säufst, bist du an Bord willkommen. Ja, das Ganze, was wir auch noch zusätzlich tun, ist tatsächlich Pluspunkte bei Stahlbarts Mannschaft sammeln. Aber dazu kommen wir erst noch, sobald wir Patty dort abliefern. Was kannst du mir erzählen? Was willst du wissen? Wo hat Pete seinen Schatz vergraben? Er erwähnte ein Dschungeltal, eine Schlucht und ein uraltes, steinernes Grab. Was weißt du über Stahlbart? Ich weiß, dass er zusammen mit anderen Kapitänen auf Kaperfahrt war. Das ist noch nicht lange her.
Und manche sagen, seitdem ist er verflucht. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es Krieg zwischen den Kapitänen gibt. Wahrscheinlich haben sie sich um die Beute gestritten. So. Gut, nächstes Ziel. Haben wir hier alles erledigt? Huch. Finde Stahlbart die Zuckerlieferung, der Schatz von O'Brien. Auf meiner Karte kann ich den Aufenthaltsort des Schatzes sehen. Pete ist losgezogen, in einer Schlucht seinen Schatz zu vergraben. Wenn ich ihn suche, finde ich vielleicht heraus, wo der Schatz ist. Okay, das sind meine letzten Aufgaben und die sind alle hier drin, bei die Titanenwaffe. Anstatt bei Takarigua, wo sie eigentlich sein sollten. So, jetzt muss ich rausfinden, welche Karte ich anklicken muss. Moment, ich muss eventuell noch hier was... Ah ja, Fluchtstein anlegen, auch wenn der mir rein gar nichts bringt. Irgendwann hätte ich auch gerne gescheite Ausrüstung und so. Plunder? Ich bin verwirrt. Muss hier nicht irgendwo jetzt ein Schatz eingezeichnet sein? Der muss... Das muss doch irgendwo sein. Vielleicht bei alles. Okay. Logbuch. Ah, warte mal. Guck mal. Ich hab's verstanden. Auf der Karte markieren. Dadurch wird jetzt... Da ist O'Brien und da ist die Truhe. Die ist tatsächlich gar nicht so weit weg. Da waren wir schon. Da habe ich sogar schon aufgeräumt. Da laufen wir jetzt hin, aber ich brauche erst noch eine Schaufel, sonst bringt mir das alles nichts. Und am besten auch gleich noch eine Spitzhacke, denn ich kann irgendwo Erz abbauen, das würde ich auch gerne noch tun. Ich glaube, das war in den Höhlen. Ich glaube, da gab es zwei, an denen ich vorbeigekommen bin sogar. Deswegen kaufen wir die beiden Sachen kurz. Ich hoffe, ich habe genug Geld dafür. Zeig mir deine Ware. So, eine Schaufel, die kostet 150. Nee, eine bitte, nicht alle. Und selbe für die Spitzhacke, auch wenn die mir wahrscheinlich so viel nicht gerade nicht bringt. Klamotten lasse ich erstmal. Ich hoffe, ich komme da jetzt demnächst an welche ran. Auf die Spitzhacke zu kaufen war kein Fehler. Jetzt steckt nachher in einem der Schätze einfach eine Spitzhacke drin. Das wäre es ja noch. Okay, nee, also wir müssen kurz durch die Höhle und dann sind wir eigentlich schon fast da. Es ist jetzt ein bisschen dunkel, ich hoffe, ihr seht genug. Da sind die beiden, mit denen kann ich auch noch kurz reden. Und dafür habe ich jetzt die ganze Zeit gestritten? Es geht eigentlich ums Wasserschleppen. Wasserschleppen, toller Mist. Aber gerade chillen sie und trinken Bier. Müssen ja auch irgendwann Feierabend machen. So, und ich hole mir jetzt erstmal diesen Schatz. Ich hoffe, ich brauche dafür nicht Schlösser knacken. Ich bin nämlich noch nicht allzu weit mit meinen 20 Punkten. Was müsste... Ah, guck, ab jetzt wird's angezeigt, nämlich. Ein schönes, fettes X, das war vorher noch nicht da. Und da kann ich jetzt den Schatz von O'Brien ausbuddeln. So. Gut. Können wir direkt öffnen. Smaragd, 800 Gold. Und Goldpokal, eine Schale, die ich verkaufen kann. Also Fettkohle. Sehr gut. Sehr nützlich. Sehr gut. Als nächstes kurz hierhin teleportieren. Und in die Richtung laufen. Und dann müssen wir in diesem Part noch die ganze Wildnis absuchen, bis zu Jacks Leuchtturm. Ich glaube nicht, dass das alles in einen Part passt. Ich weiß auch jetzt nicht, wie viele Parts ich von Risen 2 jetzt am Stück machen will. Tatsache ist, wir haben auch sehr viele Parts von Round the Land am Stück gemacht. Also ist das halb so wild eigentlich. Das kann man übrigens auch markieren. Und dann sieht man, hier hinten ist das. Da wollte ich übrigens auch hin vor kurzem. Als ich mit Largo unterwegs war. Das werde ich jetzt auch gleich noch machen. So, als nächstes. Denn ich glaube, ich habe... ja, bis auf im Süden eigentlich alles... Also ich weiß, weil ich alles abgesucht habe. Das
gibt eigentlich nicht mehr viele Stellen, die mir hier noch fehlen. Ich sollte wirklich bald noch meinen Proviant zubereiten. So, hier ist eine 90er-Kiste. Ach du Scheiße, das hatte ich nicht erwartet. Okay, also eine sehr, sehr schwer zu knackende Kiste. Da bin ich noch lang nicht so weit. So, ich habe jetzt erstmal gepennt. Und werde jetzt kurz zu Vaskos Turm porten. Und hier gucken, ob der da noch drin was versteckt hat. Ja, ob man da noch was knacken kann. Ja, für 30. Das habe ich leider auch noch nicht. So, als nächstes. Hier oben war, glaube ich, nichts. Das war nur eine dumme Sackgasse. Als nächstes müssen wir in diese Richtung. Und praktisch den Weg nochmal ablaufen, den wir mit Laugo gegangen sind. Nur ein bisschen genauer gucken und alle Sackgassen und so durchsuchen. Und wir haben außerdem noch das Erz, das wir abholen müssen. Oder eben mit der Spitzhacke abbauen müssen. Es gibt sehr viele Geräusche in diesem Dschungel. Okay, hier ist schon mal nichts. Ah ne, ich laufe hier... Wo laufe ich eigentlich lang? Bin ich da runter? Ich denke mal. Da ist schon mal irgendwas. Kleiner Goldbeutel. Grog. 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 Okay. Ich laufe irgendwo einfach durch die Gegend. Ich nehme an, ich werde jetzt auch nochmal gegen eine Menge Sandviecher kämpfen dürfen in diesem Part. Da hinten ist noch irgend so eine Art Stützpunkt. Au. Die machen halt schon ordentlich Damage. Oh Gott. Ich weiß nicht, was ich da tue, ehrlich gesagt. Erledigt. So. Es wird jetzt eine hauptsächliche Wildniserforschung. Nur mit Jacks Leuchtturm werde ich noch kurz abwarten. Hier ist ein weiteres Versteck von irgendwem, wie es scheint, aber hier ist niemand. Das heißt, der ist ausgeflogen. Aber eine Kiste finde ich zumindest mal. Natürlich mal wieder fast nichts wert. So, und hier kommen safe wieder Sandteufel und Riesenkrabben. Ich mache jetzt einfach mal diesen Rundkreis und dann gehe ich wieder hoch. Und hier muss ich halt auch noch hin. Und bis auf die Riesenspinne habe ich dann, glaube ich, alles. Und halt das Erz. Ja, geht schon los. Patty, wo bist du? Kommst du auch mal? Wieso nimmst du ausgerechnet den, den ich angreife? Oh Gott. Au. Alter, ihr nervt. Wisst ihr das? Keine Ahnung, was diese komischen Leuchtkugeln bringen, die mir hier einfach in die Hand drücken, die Viecher. Okay. Wir haben diese Hälfte hier fast abgesucht. Ich muss mir halt irgendwie Markierungen im Kopf setzen, wo ich noch hin muss. Und wo ich alles untersucht habe. Da will ich jetzt mal noch nicht rüber. Auf die andere Seite gehen wir jetzt auch noch nicht. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal, wo dieser Pete ist und ob der überhaupt noch lebt. Ich habe völlig vergessen, dass es diese auf der Karte markieren Funktion gibt.
Genauso bei Risen 1, da habe ich ja auch nicht mehr wirklich dran gedacht. Ich sag mal, ich laufe da hier noch kurz den Strand ein bisschen ab. Und dann gehe ich nach Norden zu diesem komischen Tempel. Ja, hier dürfte ich eigentlich mit Lauge schon alles gesehen haben. Oh, Jaguar. Ja gut, den kriegen wir platt. Wäre nicht der Erste. Ach. Oh, Paddy liegt. Au. Paddy, steh auf. Was machst du? Erstmal die Waffen wachsen. Ja, zerfleisch mich doch. Hallo, Paddy, tu was. Das gefällt mir alles nicht. Aua, au, okay. Okay, ich lade kurz. So, probieren wir es nochmal. Okay, das hat mich jetzt sehr verwirrt. Au! Jesus. Danke, Paddy. Gut, dass er mich erwischt hat mit dem Move. Weil Paddy ist dann erstmal eine Weile verwirrt. Aber der macht auch viel zu viel Schaden gerade. Paddy, tu was. Oh, sie tritt ihm einfach in die Fresse. Sehr geil. Ich glaube, der ist immer noch auf mich fokussiert. Okay, 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 jetzt reicht's. Alter, ich sagte, es reicht. Okay. Okay, Paddy, sehr gut. So, ausnehmen kann man da nix. Aber das war der dritte Jaguar in dieser, auf dieser Insel. So, jetzt zurück. Da ist diese Strandstelle und dann kommt der Übergang. Wir nehmen aber nachher die Brücke, denke ich. Ah, da sind noch Sandteufel. Wir müssen uns natürlich auch nachher hier am Strand umsehen, auf der anderen Seite. Au. Ja, Paddy, ich sehe schon, wie du mir hilfst. Oh, ihr nervt. Wieso speichert das mitten im Kampf? Okay, da ist die Brücke, die wir jetzt auf der Karte sehen. Wir laufen... Das hier haben wir zusammen mit Laugo, glaube ich. Aber da hoch sind wir nicht mit Laugo. Wir laufen hier noch kurz den Weg ab. Wenn hier nichts aus dem Boden kommt, ist hier nichts. Okay. So, dann weiter. Oh, Checks Leuchtturm wird in diesem Part echt nichts mehr. Gerade wenn wir noch diesen Pete finden müssen... Ich habe auch null Überblick zum Teil. Da ist diese Brücke. Und hier scheint nichts zu sein. Ich gehe jetzt aber erstmal da hoch. Ich denke, mit Laugo haben wir alles gekillt, was da auf dem Weg war. Aber ich will da auch noch kurz hoch. Diesen Weg haben wir nicht untersucht. War auch schon wieder irgendwelche dummen Kräuter, die wir nicht brauchen. Aber gut, nehmen wir mit. Und Affen. Okay. Dann halt so. So, und da hinten sieht man jetzt diesen Tempeleingang, wo wir gleich hin müssen. Aber von hier aus komme ich, glaube ich, nicht darunter. Also laufe ich außen rum. Geräusche. Okay. Das sollte passen. Ich denke, ich habe nichts verpasst. Wieder ein Affe. Okay, also
Wenn hier Affen leben, dürfte Pete ja wohl kaum hier lebend durchgekommen sein. Kurz mein Proviant zur Sicherheit. Aua. Aber wir haben echt nicht so viel, wie ich gerne hätte gerade. Sag mal! So geht's auch. Okay. Da liegt jemand. Ja, super. So, Pete's Schatzkarte hätten wir. Dann muss ich den jetzt auf der Karte markieren und ich finde ihn... Oh. Ein paar Meter vor uns. Er hat es irgendwie geschafft, das Ding zu begraben und sich dann umbringen zu lassen. Aua. Oh, da ist noch eine Kiste, sehe ich gerade. Ja, ist ja gut jetzt. Gut gemacht. Ja, danke, danke. Okay. Ja, zuerst holen wir jetzt kurz die Kiste ab. Natürlich, nur Schrott. Als ob da irgendwas Wertvolles drin versteckt wäre. Nee, ein bisschen Proviant, ein bisschen Gold, das war's. Wo ist das? Ach, da. So. Tut mir leid, ihr gebt Ruhm, ich brauche Ruhm. Oh. Ja, wink mir halt auch noch, da fühle ich mich ja noch schlechter. Scheiße, da ist eine Schaufel. Oh, ich habe umsonst 150 Gold ausgegeben. War eine Schaufel direkt neben... Na, Schatz. In dem Verbuddelten. Jetzt kann ich die Schaufel verkaufen und dafür nur einen Bruchteil des Geldes zurückbekommen. Sehr schade. Ganz schön schwer. Ja, hoffentlich ist da auch was drin, ne? Jawoll, und ein Idol. Und eine Meerschaumpfeife. Das ist eins dieser Sammeldinger. Was das Idol jetzt genau bringt, kann ich jetzt noch nicht sagen. Es kann aber sein, wir wollten in diesen Tempel rein. Kann aber auch sein, das wird gefährlich. In Risen gab es ja auch genug Tempel. Und wir haben immer noch einiges vor uns. Wir müssen noch diesen ganzen Teil absuchen. Und alles in diesem Umkreis. Und dann können wir zu Stahlbart und dann können wir endlich richtig weit machen. Ich glaube, das wird noch eine ganze Session. Ich glaube, das schaffe ich gar nicht in einem Part. So, weil erstmal weiß ich nicht, was wir hier machen. Wir können den Sarkophag öffnen. Aber ob das klug ist? Schmutzige Tricks und Silberzunge, das ist doch mal was. Aber ob ich jetzt den Fluch auf mich nehme? Und andere Frage, komme ich überhaupt da hoch, ohne irgendwelche speziellen Fähigkeiten? Ich glaube nämlich nicht. Ah, doch. Da ist auch so ein Idol. Erfolg, altes Grab geplündert. Hier ist wieder draufgestellt. Ich dachte, ich werde eingeschlossen. Oh Gott! Ich habe tatsächlich aus Versehen Leertaste gedrückt, weil ich springen wollte.
Okay, ich habe scheinbar ein Grab geplündert und alles mitgenommen, was hier zu finden war. Ich war aber noch nicht mal auf der Seite. Aber diese Idole sind verflucht viel wert. Frage ist, braucht man die halt noch oder kann man die tatsächlich einfach verkaufen? Oh, das ist ein Ghoul, oder? Ich glaube, zu zweit kriegen wir den platt. Wenn Patty überhaupt hier ist. Patty! Ja, man merkt schon, wie viel mehr Damage Patty macht als ich. Aua. Oh, das war's schon. Okay, ich habe wirklich keine Ahnung, warum ich hier bin. Ob das klug ist, was ich hier mache. Nochmal ein bisschen wertvolles Zeug. Und weiter geht's. Da gibt's. Da ist schon mal noch ein Idol. Patty, kletter bitte nicht wieder an der Wand hoch wie ein Psycho. Ah, vielleicht aktiviert es auch einfach nur die Falle. Mit diesen. Mit diesen Klingen da. Dieses. Ja, genau. Oh Gott! Oder diese Falle. Ist das eine Falle? Will ich da runter? Oh shit, da ist ein Gegner. Und höchstwahrscheinlich ein. Oh Gott. Und höchstwahrscheinlich ein sehr starker Gegner. Ich habe jetzt gerade den Safe überschrieben. Was bist du? Ein Wächter. Oh je. Au! Hat der mich gerade fast one-hitted? Was passiert denn, wenn ich den besiege? Komme ich dann überhaupt raus hier? Ich meine, als ob ich den jetzt schon besiege. Nö, der macht mich easy platt. Okay, ich lade kurz. So, weiter geht's. Ich muss jetzt aus diesem Tempel raus. Ich will nicht nochmal gegen dieses Ding da unten kämpfen. Eventuell sollten wir hier nochmal zurückkommen und den bekämpfen, sobald wir stark genug sind. Aber momentan ist das, glaube ich, nicht unsere Aufgabe. Wenn wir überhaupt diesen Tempel hätten ausnehmen sollen. Aber wo wir schon mal hier waren. Okay. Als nächstes gehen wir also Richtung Jacks Leuchtturm, aber das wird in diesem Part nicht mehr passieren. Deswegen werde ich den Part auch dort oder jetzt schon beenden, weil das Laufen kann ich auch selber übernehmen. Und ich denke, wir haben noch so ungefähr eine Session vor uns, bevor wir hier in Takarigua fertig sind. Ich denke, beim nächsten Part werden wir diesen Bereich machen mit Jacks Leuchtturm. Im übernächsten Part diesen Bereich und im Part drauf dann wahrscheinlich zu Starbart gehen. Ich denke, ansonsten sind wir hier nämlich fertig. Größtenteils. Mir fällt auf jeden Fall nichts ein, weil ich jetzt noch unbedingt hier machen muss. Aber wie gesagt, ich laufe jetzt einfach zurück zu dieser Brücke und beende den Part hier. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann.